Die Freundschaftsgruppe zu den Ländern des Maghrebs und damit auch zu dem Land Tunesien des Deutschen Bundestages hält sich seit dem Sonntag hier auf. Wir sind in einer sehr bewegten Zeit in das Land Tunesien gekommen und es gilt für uns Parlamentarierinnen und Parlamentarier darum, aktuell zu erfahren, wie der weitere Weg ist. Das Gespräch beim Staatspräsidenten hat noch einmal deutlich gemacht, wie die politisch Verantwortlichen um eine Lösung ringen, nämlich eine gute Zukunft für das Land Tunesien zu erreichen, die Arbeiten zu einer Verfassung zu beenden, die Möglichkeiten zu schaffen für Neuwahlen. Und ich möchte an dieser Stelle aber noch mal ausdrücklich unterstreichen, auch als Deutscher Bundestag, dass wir es sehr gut finden, dass Tunesien und Deutschland unmittelbar nach der Revolution des 14. Januar 2011 diese Transformationspartnerschaft geschlossen haben, wo wir auf vielen Feldern zusammenarbeiten und damit auch die Unterstützung liefern, die Tunesien in diesen Zeiten benötigt.